Gut wäre es, wenn ihr euch vielleicht noch ein Handtuch holt, das ihr zusammenrollen könnt, ein Polster und eventuell eine Unterlage. Solltet ihr empfindliche Knie haben, dann ist es immer gut, wenn man gut gerüstet ist. Gut, Anja, wir starten. Und zwar in Resting Position. Etwas modifiziert, weil es geht ja um unsere Hüften. Wir kommen an, lassen die Zehen zueinander schauen, sofern es die Anatomie zulässt. Die Knie gehen etwas breiter, als wie die Hüfte breit ist. Wir schieben die Arme so weit es geht nach vorne und geben den Kopf sanft in die Matte ab. Starten mit einer tiefen Atmung. Und spüren, wohin führt mich die Atmung. Atmung ist ganz, ganz wichtig. Auch das bewusste Atmen wahrnehmen. Und dann beginnen wir schon etwas differenzierter zu atmen, indem wir versuchen, den nächsten Atemfluss in den rechten Rippenbogen zu leiten. Man sieht es hier ganz gut. Einatmend. Und in der Ausatmung lasst den Rippenbogen etwas sinken. Die Achsel nähert sich dem Boden. Wir können auch den Kopf zur Seite drehen und schon etwas in eine mehrdimensionale Bewegung gehen. In der Einatmung komm wieder zurück. In der Ausatmung lass dich auf die andere Seite sinken. Jawohl. Noch einmal tief und bewusst einatmen. Und jetzt gehen wir wieder mittig tief in der Ausatmung. Das Brustbein, deine Achselhöhlen sinken entspannt Richtung Boden. Lass auch die Gravitation etwas für dich arbeiten. Noch einmal tief und bewusst einatmen. Und in der nächsten Ausatmung schieb deinen rechten Arm etwas weiter nach vorne, wie so eine Katze, die sich nach vorne robbt und gleichzeitig zieht das Becken nach hinten zurück. Du versuchst jetzt die rechte Flanke etwas mehr aufzudehnen. Bleib ein, zwei Atemzüge in der Position. Sehr schön. Lass dir Zeit. Mit dem Ankommen. Jawohl, noch einmal tief durchatmen. Und in der nächsten Ausatmung komm wieder zurück. Jetzt geht die linke Seite. Du versuchst dich jetzt auf der linken Seite etwas mehr auszudehnen, die linke Flanke zu öffnen. Geh aber nur so weit, es dein Körper zulässt. Und bleib hier, spür dich rein, versuch auch mit der Atmung immer wieder daran zu denken, ich möchte Raum schaffen. Und in der nächsten Einatmung komm zurück ins Zentrum. Jetzt stell dir vor, du bist wirklich eine Katze. Du krallst dich jetzt mit deinen Händen in den Boden hinein und gleichzeitig rollst du dich Wirbel für Wirbel auf. Du ziehst die Bauchdecke nach innen und dann gleiten deine Hände oder bleiben vielmehr am Boden und dann schiebst du dein Becken etwas nach vorne, rollst dein Becken wieder ein, einatmen. Und schiebst dich wieder zurück. Die Hände, die krallen sich fest, die gehen wirklich in eine Polarisierung. Arme nach vorne, Becken nach hinten. Und dann roll dich wieder auf. Langer Rücken, schön in der C-Kurve. Lass dein Becken vorne nach unten sinken. Und wieder einrollen und zurückkommen. Und mach das noch ein, zweimal in deinem Atemfluss. Gut, und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand mit der nächsten Einatmung. Dann gehen die Knie etwas näher zusammen. Gut, wir sind in Front Support Position, die nächste Übung. Schau wirklich, dass das Gewicht auf deinen Händen gleichmäßig verteilt ist. Lass deine Schlüsselbeine weit werden. Dein Scheitel zieht nach vorne, dein Steißbein nach hinten. Wir konzentrieren uns jetzt auf die rechte Körperhälfte. Und zwar schieben wir das rechte Bein vom Körper weg, am Boden entlang und heben es
vom Boden. Genau, und jetzt achten wir darauf, dass das Becken nicht wegkippt. Mach dein rechtes Bein lang, öffne deine Hüfte. Atme hier tief ein und in der nächsten Ausatmung dreh das Becken nach oben. Genau, beug etwas dein Bein und dann wieder nach hinten strecken. Streck das Bein lang. Jetzt lassen wir vorerst noch einmal das Bein gestreckt. In der nächsten Einatmung dreh dich nur vom Becken auf nach oben. Genau, achte darauf, dass das Gewicht sich nicht zu stark verlagert. Und dann dreh das Becken wieder zurück. Sehr gut. Noch einmal aufdrehen das Becken. Gut. Jetzt zieh dich hier noch einmal bewusst in die Länge, dann bring die Ferse Richtung Gesäß, ohne dass das Knie nach unten sinkt. Dann streck das Bein wieder lang, öffne dich in der Hüfte und dann dreh das Becken wieder zurück. Bleib in dieser Position, zieh dich hier noch einmal in die Länge, es wird anstrengend, dreh dich vom Becken her auf, genau. Und zieh die Ferse nochmal bewusst zum Gesäß. Du solltest die vordere Kette, deine Beinkette spüren, den Hüftbeuger. Ist das so, Anja? Ja. Sehr gut. Und dann streck mal wieder zurück, machen uns lang, drehen das Becken zurück und kommen in den Kniestand. Viele werden das recht rasch in den Handgelenken spüren, deswegen schauen wir, dass wir zwischendurch immer wieder die Hände etwas auslockern. Genau. Man kann natürlich das Ganze auch auf unsere Unterarme machen. Die Anja zeigt das jetzt auf der anderen Seite vor. Also wer modifizieren möchte oder das Gefühl hat, okay, nein, es ist zu viel in meinen Handgelenken, einfach auf die Unterarme gehen. Machen wir noch einmal genau. Auf der anderen Seite, wir kommen auf die Unterarme. Jetzt zeigen wir es auf der linken Seite vor. Wir schieben das linke Bein vom Körper weg, öffnen die Hüfte, drehen auf, beugen aber beim ersten Mal das Bein, dass der Hebel nicht zu lang wird, drehen uns wieder zurück, spüren uns rein in die Hüfte. Tut mir das überhaupt gut? Jawohl, und wenn ich mich wohlfühle, dann halt das Bein gestreckt. Schau auch, dass du hier gut verankert bist. Genau, Schultergürtelverbindung, Schultergürtelbecken ist immer ganz wichtig. Langziehen, dreh dich vom Becken her auf. Genau. Zieh dich hier noch einmal in die Länge, spür die Öffnung in der Hüfte. Nimm die Ferse zum Gesäß, ohne dass das Knie nach unten geht. Das wird nämlich gern passieren, dass das Knie nach unten sinkt. Das wollen wir nicht, weil da haben wir natürlich keine Dehnung mehr. Jetzt streck dich wieder lang und dann dreh das Becken zurück. Bleib stabil, halt die Verbindung. Wenn du müde wirst, stell das Bein kurz ab. Genau, einfach nur, um eine Pause zu machen. Anja hätte es jetzt nicht notwendig, aber ist sicher nicht traurig darüber. Noch einmal, schön aufdehnen, Hüfte öffnen, spür dich rein. Gib noch einen Atemzug rein in deinen Körper und dann dreh dich vom Becken her auf und jetzt zieh die Ferse zum Gesäß. Das ist ein kraftvoller Akt, nicht einfach nur beugen, passiv, sondern wirklich aktiv heranziehen, langziehen das Bein und wieder zurückdrehen. Wunderbar, das Knie abstellen und jetzt kannst du entscheiden für die nächste Übung, wir bleiben im Vierfüßlerstand, ob du auf deinen Unterarmen bleiben möchtest oder dich wieder abstützen möchtest auf deine Hände. Die Anja macht natürlich die fortgeschrittenere Variante, stützt sich ab. Wir starten dieses Mal auf der linken Seite, was einfach von der Kameraführung, glaube ich, besser ist. Dann könnt ihr genau nachverfolgen, was wir machen. Und zwar, die nächste Übung, wir ziehen das linke Knie unter den Körper rein, machen uns rund. Genau, jetzt dreh das Knie nach außen hin auf, der Kopf blickt nach, der schaut, okay, wohin geht mein Knie, dann streckt das Bein durch, jawohl, und dann zieh das Knie wieder unter deinen Rücken rein, mach dich dabei rund, dann aus dem Hüftgelenk drehen wir uns auf, das ist eine Art Doggy Position, streck dich lang und zieh dich unten wieder rein. Noch einmal rund machen, aufdrehen, lang machen die Wirbelsäule, lang strecken, Hüfte öffnen und wieder unten reinziehen. Kurze Pause. Für die Fortgeschrittenen können die gleiche Übung in der Schwebe machen. Wir zeigen das jetzt zweimal vor. Und zwar, wir lösen die beide Kniescheiben von der Matte, stellen hinten Fußballen auf, zieh das linke Bein unter deinen Körper, dreh dich aus dem Hüftgelenk auf, schieb das Bein weg, gerader Rücken, genau,
Und dann komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Becken tiefer, genau, dass wir Kraft brauchen. Aufdrehen und wieder nach hinten oben schieben. Sehr schön, das zeigen wir jetzt zweimal vor. Könntest es natürlich öfters machen und modifizieren, wie ihr es braucht. Unterarm oder die erste Variation oder die fortgeschrittene Variation. Gut, dann knien wir uns hin und machen natürlich das Gleiche auf die andere Seite. Jetzt gehe ich aus der Reichweite, vielleicht zwischendurch wieder die Hände lockern und lösen, etwas an den Handgelenken oder den Händen ziehen, dass das genau gleich die Traktion, ja, gut. Fühlt sich dann gleich wieder besser an, kann sich die Gelenksflüssigkeit etwas füllen und dann gehen wir wieder in den Vierfüßlerstand. Gut, andere Seite. Wir starten mit der ersten Variante. Wir ziehen das rechte Knie unter den Körper, machen uns rund. Spür dich rein ins Hüftgelenk, dreh das Knie nach außen, der Kopf folgt. Genau, der Fuß bleibt immer in Bein, also Beinachsennähe, genau, streck dich lang und dann zieh das Knie wieder unten rein. Genau, mach dich rund. Das Knie verlässt die Beinachse, der Fuß nicht. Der bleibt immer auf der Beinachse und dann streck dich durch und dann zieh wieder unten durch. Vergiss die Atmung nicht. Atme aus beim Heranziehen. Atme ein beim Öffnen. Atme aus beim Strecken. Genau, atme hier noch einmal tief und bewusst ein und in der nächsten Ausatmung zieh das Knie wieder unten durch. Wer will, macht jetzt die zweite Variante, also die fortgeschrittene. Wir lösen die Knie von der Matte. Genau. Mach dich rund. Zieh das Knie unten rein. Öffne dich zur Seite. Achte auf die Beinführung. Die sollte nicht die Beinachse verlassen. Streck dich. Starker Rücken. Verbindung zwischen Rippenbogen und Becken nicht verlieren. Super. Zieh das Knie unten rein. Und noch einmal. Aufdrehen zur Seite. Gute Fußführung, jawohl, lang machen und wieder unten reinziehen. Gut, ich glaube, das reicht. Dann kommen wir wieder in den Kniestand, schütteln aus, jawohl, kurze Pause, durchatmen. Und die Anja dreht sich jetzt, fängt schon schwitzen an, gell? Ich hoffe, euch geht es auch ähnlich. Gut, wir drehen uns jetzt zur Kamera, es ist besser. Wer eine Unterlage hat oder ja, eine benötigt, bitte unter das Knie geben oder die Matte eventuell doppelt nehmen. Gut, wir starten. Kniestand, in unserem Fall linkes Knie ist auf der Matte. Und jetzt kommt eine ganz simple Übung, ist aber nicht so simpel, aber sie tut gut. Sie schaut nur simpel aus. Und zwar, wir drehen den Unterschenkel nach außen. Dann heben wir die Kniescheibe, drehen uns aus dem Hüftgelenk auf. Jawohl. Geh wieder zurück, das probieren wir jetzt ein paar Mal. Und währenddessen ihr das zu Hause probiert, gebe ich euch einfach ein paar Cues, auf was ihr zu achten habt. Das heißt, einmal ganz entspannt beginnen, aufdrehen. Bei ihr dreht sich die Hüfte etwas mit, das darf sein, überhaupt kein Problem. Wieder zurückgehen, genau, auf die Haltung bitte achten und wieder vorkommen. Anja geht jetzt mit dem Unterschenkel relativ weit vor. Das ist nicht normal. Also es ist schon normal, aber es kann nicht wundern, wenn euer Fuß jetzt weiter hinten ist. Es dauert. Deswegen machen wir diese Übung. Hüftgelenk öffnen, mobiles Hüftgelenk, starke Mitte. Das ist unser Thema. Gut, also wenn jetzt das Bein etwas weiter hinten ist, dann einfach darauf achten, dass wir jedes Mal ein, zwei Zentimeter weiter vorkommen. Immer wenn wir das Bein nach vorne bringen, jetzt drehe den Fuß wieder, Knie nach oben, könnte sein, aha, zwei, drei Zentimeter weiter vorne. Dann wieder zurückgehen und abstellen. Und das wiederholen wir mindestens 4 bis 8 Mal. Und noch einmal, die Anja macht das jetzt noch ein letztes Mal, gut. Und jetzt könnte es eben sein, Bein ist hinter dem Kniegelenk. Jetzt robben wir mit dem Fuß so weit nach vorne, dass, wenn wir hier eine Linie bilden würden, hätten wir eine Verbindung zur Kniescheibe. Also das sollte schon ziemlich in der gleichen Linie sein. Dann legen wir die rechte Hand auf die Innenseite. Und zwar mit dem Handrücken. Und aus dem Grund, weil, wenn ihr jetzt den Handrücken in die Innenseite vom Oberschenkel drückt und euch reinspürt in euer Schulterblatt, also wieder diese Verbindung Hüfte-Schulter herstellt,
dann spürt ihr, wie sich das Schulterblatt schön an den Rippenbogen anschmiegt. Könnt ihr das wahrnehmen, Anja? Ja? Gut, jetzt machen wir eine Probe auf Exempel. Macht es mit der Handfläche. Drück rein und schau, ob dir die Verbindung zum Schulterblatt gleich gut gelingt, als wenn du den Handrücken hernimmst. Einfach mal Probe auf Exempel machen. Es ist jetzt nicht ganz falsch, aber da ist ein bisschen... Was sagt jetzt die Anja dazu? Ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied, gut. Das sagt sie jetzt nicht nur, weil sie höflich ist, gell? Sondern es ist so wahrnehmend. Es ist spürbar. Gut. Und wenn es nicht spürbar ist, auch kein Stress, es bewegt sowieso was. Ja, es ist einfach nur dem ein bisschen Vertrauen, was wir da erzählen. Gut, jetzt wieder diese Verbindung herstellen und ihr schiebt das Becken zur Seite und kommt wieder zurück. Bitte startet mit einer kleinen Bewegungsamplitude. Reinspüren. Was macht es mit meinem Gelenk? Vielleicht möchte mein Knie nach innen fallen. Dann drückt man mit der Hand dagegen. Vielleicht sperrt es mir in der linken Hüfte. Dann gehe ich nicht so weit. Also wirklich reinspüren, reinatmen mit jeder Bewegung. Gut, und dann wird das Ganze schon etwas dynamischer. Und dann könnten wir eigentlich den linken Arm ganz locker mitschwingen. Aber nur, wenn ihr euch 100% wohlfühlt in der Bewegung. Sonst bleiben wir auf Stufe 1. Sehr gut, wir machen das noch zweimal. Jawohl, schaut wunderbar aus. Gut, und dann halten wir kurz inne. Jetzt dreh den Fuß nach vorne und streck das Bein aus, sodass du wirklich einen guten Kontakt Fußsohle zum Boden hast. Das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr jetzt hier einen sanften Druck mit der Fußsohle auf den Boden ausübt, spürt ihr sofort, aha, Aktivierung, Innenseite. Wir haben die Verbindung wieder zum Becken hergestellt. Gut, jetzt die Anja würde ich jetzt ein bisschen korrigieren im Standbein. Sie ist mir fast zu stark gegrätscht. Genau, schau, dass du ein bisschen mehr in die Vertikale kommst. Jawohl, das Bein etwas mehr heranziehen. Gut. Dann nehmen wir die Arme zur Seite, spannen uns hier auf, suchen auch da wieder die Länge. Wer die Armfaszien, Handfaszien mitnehmen möchte, spreizt die Finger, genau, und macht sich richtig lang. Gut, wir suchen auch die Länge in der Wirbelsäule. Und jetzt lasst sich die Anja nach links runter sinken, aber wirklich nur sinken lassen, nicht ganz den Boden berühren. Und die Kraft kommt aus der Körpermitte. Der rechte Fuß drückt in die Matte. Dann hol dich aus der Körpermitte wieder zurück. Wunderbar. Wieder sinken lassen. Und wieder zurückkommen. Und ein letztes Mal. Sinken lassen. Kurz innehalten. Und jetzt gehen wir ganz runter mit der Handfläche auf die Matte. Gut. Und da ist jetzt wirklich viele, stützen sich nur auf ihre Finger ab. Ja, also schaut, dass die Hand wirklich geerdet ist. Falls das nicht gelingt, legt euch einen Klotz oder ein Buch drunter, falls ihr das Gefühl habt, oh, ich bin etwas zu kurz. Gut, dann haben wir da wirklich wunderbar, Anja macht das ja perfekt, rechten Winkel, 90-90. Jetzt hebt das Bein. Nicht erschrecken, es kann nicht bei jedem gleich weit drauf gehen. Gleichzeitig versuchen wir hier in der Hüfte zu öffnen. Viele werden vielleicht den Fuß noch etwas weiter vorne haben. Das ist der Hüftbeuger, der dagegen arbeitet. Also schauen wir, dass wir nach hinten öffnen. Das schaut jetzt alles so einfach aus, ist es aber nicht. Und jetzt machen wir ganz kleine Bewegungen Richtung Decke. Also wir aktivieren jetzt diese Lateralkette. Kleine Bewegungen, Gesäßmuskulatur muss arbeiten. Wenn ihr schon müde seid, einfach das Bein abstellen. Nicht erschrecken, wenn ihr einen Krampf kriegt. Das passiert. Wenn ihr das fleißig übt, dann wird es wirklich, ich garantiere es euch, immer besser. Gut, dann bleib hier und jetzt darf sie in den Push-Up gehen. Wir legen nur noch einen drauf. Genau, sie geht tief, schiebt, dann haben wir die Gluteen noch mehr aktiv und wieder die Verbindung Schultergürtel und Becken und dreh dich wieder auf. Zieh dich in die Länge, atme ein, super, und wieder tief. Das könnt ihr natürlich zu Hause dann wiederholen, so oft ihr wollt. Wir haben es jetzt einfach nur zweimal vorgezeigt. Hier noch einmal nicht schlampig aus der Position rauskommen. Noch einmal alle Muskelketten aktivieren, aufspannen in alle Richtungen und elegant wieder hochkommen. Super. Dann lassen wir das Knie wieder nach unten sinken. Drehen den Fuß nach hinten auf. Im Normalfall lasse ich dann zu Hause immer die Kunden etwas herumspazieren, dass sie die rechte Seite mit der linken vergleichen. Wir machen das heute nicht. Gehen gleich auf die andere Seite. Ja?
Dann wieder reinspüren, bisschen enger die Beinstellung, genau so gestanden. Okay, wo gehe ich um? Aufrichten von der Wirbelsäule her. Und dann machen wir wieder diese Auswärtsdrehung. Und Knie nach oben. Genau, und wieder zurück. Zweite Seite geht dann meistens eh leichter. Am Anfang ist man ein bisschen unkoordiniert, weil es ist ja ganz atypische Bewegung. Dann muss man so, okay, was mache ich jetzt da eigentlich? Das Becken darf etwas mitgehen, sollte aber nicht zu stark mitgehen. Auch der Blick sollte nicht nach unten gehen, der geht nach vorne, weil da unten passiert nichts. Spürt euch rein mit dem dritten Auge oder auch einfach nur mit dem Kopf dabei sein. Genau. Und das machen wir jetzt noch einmal. Und vielleicht beobachtet ihr auch das zu Hause, dass der Fuß immer ein Stückchen weiter nach vorne marschiert. Gut, wenn wir noch nicht ganz ausgerichtet sind, dann na, bleib ruhig oben jetzt. Jetzt robbt der Fuß wirklich ganz nach vorne, sodass wir diese Linie finden. Jawohl. Und stellen die Verbindung wieder Hüfte, Schulter, Gürtel her. Wir legen Handrücken, sind wir drauf gekommen, ist angenehmer. Üben sanften Druck aus mit dem Handrücken. Stellen die Verbindung zum Schulterblatt her und dann swiften wir nach links. Achtet wieder drauf, dass das Knie nicht nach innen fällt. Geh nicht zu weit in die Bewegung. Starte langsam. Von Mal zu Mal können wir größer werden. Vor allem, wenn wir schmerzfrei unterwegs sind. Und dann, wenn wir uns gut fühlen, dann nehmen wir gleich die Dynamik etwas mit. Genau. Und schwingen den Arm. Und bleiben trotzdem, so wie die Anja, in der Bewegung. Perfekt und sauber. Schön. Und ein letztes Mal. Jupp. Und aufrichten. Gut, dann strecken wir das linke Bein durch. Erden den linken Fuß. Schauen, dass wirklich die Fußsohle einen guten Kontakt zur Matte hat. Und üben dann noch einen kleinen Druck aus, dass ihr spürt, die Verbindung. Ja, genau, die geht rauf bis zum Beckenkamm. Dann spannen wir die Arme auf. Auch hier wieder die Weite suchen. Tief durchatmen und mit der Ausatmung sinkt der Oberkörper kontrolliert nach unten und kommt schon wieder nach oben. Genau. Währenddessen der Oberkörper nach unten sinkt, drückt der linke Fuß wieder aktiv in die Matte. Genau. Und wir kommen wieder hoch und ein letztes Mal sinken lassen. Voilà. Gut, und jetzt gehen wir ganz runter auf den Boden, erden uns, strecken den Arm nach oben und heben das linke Bein. Beobachte, wie weit gehe ich in die Bewegung, schreib es dir auf und wiederhole diese Übung immer wieder. Und du wirst merken, innerhalb ein paar Wochen wirst du einen Erfolg haben. Dann gehen wir her, machen ganz kleine Bewegungen nach oben. Anja zittert schon, ihr könnt es nicht sehen, gell? Ist genau, es ist alles nicht so einfach. Das ist schwere Arbeit, was wir hier leisten. Der Rumpf bleibt ruhig. Ja, sie macht es natürlich perfekt, gell? Das ist ja... Gut, noch 4, 3, 2, 1. Jetzt such hier noch einmal die Länge. Und jetzt setzen wir einen drauf mit dem Push-Up, oder? Gehen wir tief, jawohl. Und dabei schiebt sich das Bein nach oben, jawohl. Und dann kommen wir wieder nach oben, streck dich aus, mach dich lang. Und wieder nach unten, genau. Super. Perfekt. Zweimal reicht, haben wir gesagt, gell? Gut, dann noch einmal aufspannen. Länge suchen und wie von einer imaginären Schnur werden wir nach oben gezogen. Sehr gut, zieh das Knie heran und wieder zudrehen. Gut, ein bisschen nachspüren darf sein. Und jetzt drehen wir uns, also die Anja dreht sich wieder zur Matte. Gut. Jetzt bringen wir die Unterlage um das linke Knie, genau. Und schiebt das rechte Bein nach vorne. In den Ausfallschritt. Genau. Gut. Oberkörper aufrichten. Sehr schön. Gut. Jetzt geht es so ein bisschen um das Aufdrehen im Becken. Und zwar um den Femurkopf. Also um den Kopf vom Oberschenkel. Ja? Und da wäre es jetzt auch wieder ganz wichtig. Ist auch eine ganz wichtige Bewegung für unser Becken, für unsere Hüfte. Wenn wir diese Bewegung machen, Standbein bleibt ruhig.
drück da wieder mit dem Handrücken am besten rein. Schau, dass der Großzehenballen auch gut verankert ist. Gut, und jetzt wie so ein Dominoeffekt. Es dreht sich zuerst das Becken um den Oberschenkelkopf, dann folgt der Rumpf und dann folgt der Arm und wir schieben uns nach oben. Und da wird es gern passieren, dass das Knie nach innen geht. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir da unsere Selbstkontrolle. Gut, und dann gehen wir wieder zurück. Zuerst der Arm, dann der Rumpf und dann dreht sich das Becken zurück. Und dann dreh wieder auf, Brustkorb. Genau, das ist so ein bisschen mechanisch, gell, dass wir das mal spüren. Geht es ruhig so Schritt für Schritt rein. Und dann wollen wir das ja immer so graziös und dynamisch haben, auch im Pilates. Jetzt dreh dich auf, genau. Und von Mal zu Mal, wenn ihr euch sicher fühlt in dieser Bewegung, dann wird das Ganze wieder etwas schwungvoller. Genau. Wichtig ist dabei nur, dass wir nicht abhauen. Weder im Knie noch im Becken, noch dass das die Armführung dominiert, sondern dass das wirklich Schritt für Schritt vom Becken, genau, Rumpf bis hoch zum Arm. Gut. Wie fühlt sich das an, Anja? Sehr fein, ja. So mal wieder was Entspannendes, gell, zwischendurch. Aber es fordert einen genauso, gell? Wie gesagt, wenn man ein Problem mit dem Knie hat, unbedingt unterlagern. Gut, dann machen wir das Gleiche natürlich auf die andere Seite. Gerne. So, ich glaube, ich gehe jetzt da aus der Schlag, ja, dass ich einen liebenvollen Toucher bekomme. Gut, leg die Hand auf die Innenseite. Jawohl. Und es ist immer so ganz gut, wenn man ein bisschen die Verbindung herstellt. Okay, ich drücke jetzt mit der Hand nach innen, das Knie drückt dagegen. Und dann merkt man sofort, wie dann die Muskeln aktiv werden. Und wenn wir dann noch in diese Verschraubung gehen, Großzehenballen reinsinken lassen, dann ist die Kette wieder super aktiviert. Gell? Gut, und dann beginnen wir zuerst wirklich um den Femurkopf das Becken aufzudrehen. Dann folgt der Rumpf und dann der Arm. Genau. Und wieder zurück, Arm geht zurück, Rumpf geht zurück, Becken dreht sich zurück. Und das machen wir ein paar Mal und dann, wenn wir mit dieser Übung vertraut sind, dann wiederholen wir das immer dynamischer und schwungvoller. Inzwischen schaue ich auf meinen Schwindelzettel, ob wir nicht was vergessen haben. Jawohl. Und noch einmal. Sehr schön. Gut. Dann gehen beide Beine zurück und wir kommen in den Vierfüßlerstand. Gut. Vom Vierfüßlerstand, jetzt machen wir so ein bisschen eine Welle. Wir stellen jetzt die Verbindung vom Rippen bzw. vom Schultergürtel zum Becken her. Und zwar, wir schieben uns nach hinten zurück, lassen die Ellbogen sinken, kommen wie ein Staubsauger nach vorne und schieben uns wieder vorne hoch. Genau. Dann einrollen das Becken, Ellbogen sinken lassen, kraftvolle Arme und nach vorne kommen. Genau. Die Anja ist da jetzt natürlich super beweglich. Gell? Also ihr bitte entscheidet, wie tief gehe ich, kann ich die Verbindung herstellen. Es muss nicht alles so perfekt ausschauen. Hocht bitte auf euren Körper. Jetzt machen wir das noch einmal, nach vorne kommen. Genau, wunderbar. Spürst du die Arme? Oh ja. Trizeps, oh ja, genau. Okay, gut. Dann kommen wir auf unsere Fußballen, gehen in das verkehrte V. Im Pilates würde man auch Elefant dazu sagen. Genau. Jetzt ist es da immer ganz wichtig, die meisten hängen da ganz gern drinnen. Ja, lassen sich durchhängen, fühlen sich wunderbar und eigentlich die Qualität der Übung ist jetzt nicht so optimal. Ja, also schau wirklich, dass du die Verbindung herstellst, Rippenbogen bleibt in Verbindung mit dem Becken. Und wenn dann noch die Armführung und die Muskulatur der Arme gut aktiviert ist, dass die Hände gut aktiv in die Matte gedrückt werden, von der Idee her deine Unterarme sich nach innen drehen und die Oberarme nach außen. Es ist nur so eine Ansteuerung. Und dann spürt ihr vielleicht mehr Aktivierung zwischen eure Schulterblätter. Ist dem so?
Sehr gut. Der Nacken ist frei. Wir lassen da die Gravitation für uns arbeiten. Dann bringen wir das rechte Bein in den Split nach oben. Wir können das Ganze natürlich auch auf unsere Unterarme machen. Wir zeigen das auch auf der anderen Seite vor. Ziehen uns nach oben, machen uns ganz lang. Und dann ziehen wir das Bein unten durch in die Position der Taube. Genau. Gut, die Hände sind auf der Innenseite. Und jetzt innehalten. Für alle, die was das noch nicht so oft gemacht haben, wirklich reinspüren. Wo gehe ich um? Lasst euch Zeit. Was spüre ich? Die, was da schon ein bisschen flexibler sind und das schon öfters gemacht haben, gehen jetzt nur in die kleinen Details. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel den Unterschenkel etwas weiter vorruppen. Dann spüren wir mehr hinten in der Hüftöffnung, stimmt's? Gesäßmuskulatur. Also bitte richtet euch das zu Hause so ein, dass ihr wirklich das Optimum aus dieser Übung rausholt. Dann werft es mit dem inneren Auge noch einen Blick auf das hintere Bein. Gut. Jetzt könnt ihr den Fußballen aufstellen. Und das ist eine Variante, schon die nächste Stufe. Muss nicht sein, aber probiert es. Lasst das linke Knie hinten von der Matte heben. Genau. Schiebt die Ferse weg. Geh auch hier wieder in die Polarisierung. Wie gesagt, es muss nicht sein. Es ist nur für die, was das schon gewohnt sind und ein bisschen eine Challenge haben wollen. Genau. Und hier tief durchatmen. Und dann wieder langsam sinken lassen. Dann machen wir den Rist lang. Drücken den Rist in die Matte, drücken nochmal das Knie weg. Okay, merken gleich, aha, das ist wieder ein anderer Impuls. Gell? Wir vergessen wirklich keine Faszienkette, keine Muskelkette nicht. Wir versuchen wirklich alles zu aktivieren. Gut, und wer dann noch ein bisschen eine Steigerung haben möchte, der kann hinten, hinter dem Rücken die Hände verschränken. Einfach nur ganz entspannt. Darauf aber achten, dass wirklich die Haltung auch passt. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr die Hände verschränkt und dabei einen runden Rücken macht. Es sollte wirklich so sein, dass ihr da so wunderbar drinnen hängt. Gut? So könnten wir jetzt ewig bleiben, oder? Okay. Mit Augenzwinkern. Jetzt gehen die Arme nach vorne. Und die, was es ganz gemütlich haben wollen, in dieser Position, genau, die lassen sich da auch ruhig einmal reinfallen. Es soll ja auch fein sein zwischendurch. Soll ja immer alles so. Da ein paar Atemzüge verweilen. Gut. Und wir wissen, die Atmung hat so viel Potenzial. Erdet uns. Bringt uns zurück zum Körper. Jawohl. Man spürt richtig, wie bei ihr der Brustkorb aufgeht. Bis runter atmet, bis zu den Nieren. Gut, aber jetzt ist genug gerastet. Wir kommen Schritt für Schritt wieder raus, lösen die Position auf. Die zweite Seite zeigen wir euch auf den Unterarmen vor, genau, falls wir Probleme mit den Handgelenken haben. Gut, wir schieben das andere Bein vom Körper, kommen zuerst auf unsere Fußballen, genau, und dann drück dich hoch ins verkehrte V. Auch da die Verbindung herstellen, wieder darauf achten, dass wir nicht durchhängen. Genau, aktive Mitte, ja, stabile Mitte, freie Hüfte. Jetzt lösen wir das linke Bein, jawohl, schiebe es nach oben. Und dabei ist wirklich ganz wichtig, ja, dass diese Länge wieder gesucht wird, jawohl, und dass man da in diesem Bereich stabil bleibt. Es ist nicht einfacher in dieser Position. Es ist nur für die Handgelenke einfacher. Aber sonst sind wir wirklich gefordert. Ich habe ja leicht reden da. Gell? Dann ziehen wir das Knie unten durch. Jawohl. Und in die Pigeon Pose. Also da muss ich jetzt die... Genau. Und dann müssen wir uns da ein bisschen zurechtruppen. Dann können wir auf unsere Hände wieder kommen, weil da haben wir ja kein Gewicht mehr. Schauen, dass die Hände auf der Innenseite sind. Und jeder richtet sich jetzt die Position so, dass er wirklich einen Benefit draus ziehen kann. Ja, also nicht bequem werden jetzt, sondern wirklich schauen, okay, was kann ich noch ein bisschen mehr drauf geben, dass ich mehr in die Dehnung komme. Darf weiter vor, die Anja ist eh schon weiter vor. Sie merkt auch ihre Dysbalancen, gell? Und oft einmal ist es nicht schlecht, wenn man mit der Seite beginnt, wo man etwas schwächer ist.
Gut, zuerst haben wir den Fußballen aufgestellt. Strecken das Bein durch. Jawohl, tief durchatmen. Dann lassen wir das Knie sinken. Strecken den Fuß durch. Und da passiert es immer wieder ganz gern, dass die Ferse abhaut. Gell? Also schaut, dass wirklich die Ferse in der Beinachse halten könnt. Das sind so ganz kleine Cues, die was man einfach irgendwie vergisst, wenn da nicht der Trainer unbedingt drauf schaut. Gell? Gut, dann da noch einmal aktivieren. Jawohl. Und für die Fortgeschrittenen, die dürfen wieder hinter dem Rücken die Hände verschränken, nach oben kommen, in die Kamera lächeln. Ja, das ist gemein. Gut. Ja? Sehr entspannend, gell? Gut, aber damit es wirklich entspannend wird, darf auch die Anja hier mal in dieser Position ruhen. Genau. Und da wieder dieses aktive Aufdehnen, also auch das Reindrücken der Handflächen in die Matte und so ein bisschen dagegen ziehen, also die Hände streben nach vorne und der Körper etwas nach hinten, dann spürt man, man kommt noch tiefer in diese Fasern hinein. Gut. Und dann kommen wir langsam aus der Position raus. Wir lassen gleich das linke Bein vorne. Drehen uns so, wir drehen uns in die Kamera, also da musst du jetzt das Bein wechseln, ja. Und kommen in den Z-Sitz. Gut. Auch eine Position, was nicht jeder durchführen kann. Also spürt es rein, tut es meiner Hüfte gut. Falls nicht, gibt es die Variation Schneidersitz oder die Füße vorne aufstellen. Gut, wir bleiben jetzt aber hier in diesem Fall im Z-Sitz. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einfach einen Polster oder was unten reinzugeben, dass der Popo etwas höher ist. Gut. Wichtig ist, dass ihr einigermaßen bequem da sitzt. Die Männer brauchen meistens eine Unterlagerung, jetzt nicht, weil sie schwächer sind, sondern einfach, weil die Anatomie vom Becken und vom Hüftgelenk etwas anders ist. Gut, dann legen wir die linke Hand in diesem Fall auf den Unterschenkel. Nehmen den rechten Arm hoch zur Decke. Jawohl. Lassen hier noch einmal wirklich beide Sitzbeinhöcker, auch wenn es ein bisschen unterschiedlich sich anfühlt, in die Matte sinken. Jetzt zieh dich rüber nach links, ohne zu kollabieren in der linken Taille. Genau. Atme in den rechten Rippenbogen tief ein und aus. Genau. Dann richte dich wieder auf, dann geht die rechte Hand auf die Matte, der linke Arm folgt und ihr schiebt jetzt die rechte Hand aktiv, auch wenn ihr im Schneidersitz seid, in die Matte und dann sinkt automatisch die linke Popobacke etwas tiefer rein. Dann beug dich erst rüber nach rechts, genau. Sollte jetzt die linke Popobacke mitgehen, ist natürlich diese Polarisierung nicht mehr gegeben. Dann swiftet alles rüber nach rechts und ich komme da nicht so schön in die Öffnung. Auch da schauen wir in der Taille, dass wir nicht kollabieren. Gut, jetzt beugt sie den Oberkörper nach vorne, zieht die Bauchdecke nach innen oben, dreht den Oberkörper nach vorne und richtet sich von der Längsachse her wieder Wirbel für Wirbel auf. Wir machen das noch einmal auf rechts. Gut, spannen die Arme auf, lassen die rechte Hand in die Matte sinken, schiebt die Hand rein, sodass die linke Popobacke etwas tiefer sinkt. Öffne die linke Flanke, atme hier tief und bewusst ein. Und dann gehen wir wieder nach vorne, sodass ein bisschen mehr in die Mehrdimensionalität reinarbeiten. Zieh die Bauchdecke nach innen oben und roll dich wieder auf. Fühlt sich gut an. Das kann man natürlich auch im Schneidersitz machen. Gut, wir wechseln elegant auf die andere Seite. Immer zuerst ein paar Atemzüge in der Position verweilen, reinspüren. Mag das meine Hüfte auf dieser Seite auch? Es könnte ja sein, dass die eine Seite anders reagiert wie die andere. Gut, dann legen wir die rechte Hand auf den Unterschenkel, nehmen den linken Arm hoch zur Decke. Und dann beugen wir uns rüber. Ziehen wir uns rüber nach rechts, genau. Ohne zu kollabieren, schicken dann Atemzug in den rechten Rippenbogen. Gut,
richten uns wieder auf. Und jetzt wie so ein Dominoeffekt. Die linke Hand geht nach unten, der rechte Arm folgt, der Oberkörper folgt. Dann kommt der sanfte Druck mit der linken Hand und die rechte Popobacke sinkt. Und dann geht es über die dreidimensionale Bewegung. Nach vorne bewegen und mittig wieder aufrichten. Gut, dann noch einmal tief einatmen. Arme heben. Und in der Ausatmung, linke Hand sinkt, der Arm folgt, öffne und mittig wieder aufrichten. Wunderbar. Gut, dann kommen wir mit den Füßen vor dem Körper zusammen, die Fußsohlen berühren sich. Gut. Und dann halten wir da fest und federn da ein bisschen rein. Genau. Und da wieder ganz achtsam, so wie ein Schmetterlingsschlag. Dann aber so richtig schön reinspüren. Wie fühlen sich meine Hüften an? Dann klappen wir die Knie zusammen, drehen uns jetzt längs nach. Genau. Gut. Dann die Knie zusammenbringen, auch da so ein bisschen hin und her bewegen, hinter dem Körper abstützen beginnen, weiter bewegen, jawohl. Und dann legen wir uns in die Rückenlage. Gut, wer ein Handtuch zu Hause hat, kann dieses zu einem Schlauch zusammenrollen. Ja, könnt ihr überhaupt machen. Wir nehmen da jetzt einfach diese Matte und legen diese unter die Brustwirbelsäule. Gell? Also heben wir das noch. Musst du nochmal aufrichten, sonst wird es zu. Du könntest es zwar, aber weil das ist mir fast ein bisschen zu groß. Also wirklich schauen, dass wir so einen kleinen Schlauch unter der Brustwirbelsäule haben und dann legen wir uns da drauf. Genau. Und da lassen wir den Brustkorb reinschmelzen. Die Beine könnt ihr jetzt so die Knie zusammenfallen lassen, die Füße etwas breiter. Das entspannt die Hüften, ist für die meisten immer sehr angenehm. Auch dann so die kleinen Bewegungen, dass man im Wechsel so die Knie vor und zurück schiebt. Sie berühren sich und wirklich nur darauf achten, dass nicht der gesamte Körper mitgeht, sondern wirklich nur so hinten im Bereich Iliosakralgelenk. Das sind oft nur so Mikrobewegungen, vielleicht ein bisschen kleiner, Anja. Wirklich reinspüren. Es ist wirklich ein sehr filigranes Gelenk. Und dann bleiben ein paar Atemzüge nachspüren. Ihr könnt die Beine durchstrecken. Ihr könnt sie aufgestellt lassen. Jeder spürt jetzt genau, was sein Körper braucht. Also wirklich ein bisschen auf sich selber horchen. Und hinten in das Handtuch reinsinken lassen. Loslassen. Ihr könnt jetzt gerne noch ein bisschen liegen bleiben.